wird's denn bei der Hochzeit zu essen geben? Tja, ich brauche nur eine Bar mit Freigetränken für alle. Natürlich wird's eine Bar geben, Liebling. Eine Bar? Seid ihr da sicher? Hey, Kumpel, man kann seine Liebe vor den Augen des Herrn gar nicht besser unter Beweis stellen. Ich weiß nicht, Mann. Klingt, als hättest du nur Alk im Kopf. Oder liege ich da falsch? Randall, das wird eine Hochzeit. Matt will doch nur seinen Spaß haben. Und ich will, dass er so viel trinken kann, wie es ihm Spaß macht. Klar, wenn er es dann auch zur Trauung schafft. Wie meinst du das? Ja, Randall, wie meinst du das? Nichts. Ich meinte nur, wenn du dir heute so richtig die Kante gibst, erlebst du vielleicht die Hochzeit gar nicht mehr. Weißt du noch, wie du mal aus einem fahrenden Auto gesprungen bist? Stimmt. Das hat wirklich wehgetan. Ich habe immer noch eine Stelle am Rücken, wo die Haut noch nicht nachgewachsen ist. Ich folge wohl besser deinem Rat. Was? Ha. Ja, weißt du, ich glaube, ich lasse es lieber langsam angehen, Baby. Weißt du, einfach ein paar Drinks und ein gutes Gespräch. Wollt ihr mich verarschen? Ihr zwei zivilisierte Mitbürger? Sally, das klingt vielleicht ein bisschen nach Science Fiction, aber ich trinke heute Abend einfach gar nichts mehr. Bist du dabei, Matt? Ja. Weißt du was? Ja. Genug jetzt! Das ist doch scheiße! Ich habe diese Party tagelang geplant und ich will, dass alles perfekt ist. Ich habe sogar Elaine gebeten, zwei Fässer bestes deutsches Schankbier zu besorgen, damit ihr heute euren Spaß haben könnt. Und jetzt muss ich mir diesen Scheiß anhören? Mein Gott, ich hätte es einfach lassen sollen. Sally, ich wusste ja gar nicht, dass du dir so viel Mühe gemacht hast. Tja, das liegt daran, dass es eine Überraschung sein sollte. Aber weißt du was, das ist jetzt auch egal. Hey, Baby. Tja, sie sagte, dass es jetzt egal ist, also. Mann, sie hat uns erstklassiges Bier besorgt. Wir wollen sie doch jetzt nicht enttäuschen, oder? Ach, vermutlich. Brave Jungs, ihr werdet es richtig lieben. Dann probiere ich mal das. Hey, ihr werdet's nicht glauben, aber der Jahrmarkt ist wieder in der Stadt. Super, nicht hin! Jungs, sind wir nicht ein bisschen zu alt für den Jahrmarkt? Man ist niemals zu alt für den Jahrmarkt, Sally. Und dieses Mal ist auch die Zoltermaschine mit dabei. Das gibt's doch nicht! Was machen wir dann noch hier? Ich werde Solka bitten, mich wieder 13 sein zu lassen. Genau! Und eine Meerjungfrau als Freundin will ich auch. Hey, nicht so schnell! Ihr bewegt eure Ärsche nicht von diesen Stühlen, wenn ihr nicht erleben wollt, was ungezähmter Zorn ist. Habt ihr mich verstanden? Wir gehen nicht auf den scheiß Jahrmarkt, okay? Wir feiern hier unsere Verlobung. Und übrigens benehmt ihr euch eh schon wie zwei 13-Jährige. Aber... Nichts aber. Wir bleiben hier, klar? Kommt schon. Hier gibt's genug Bier. Tja, das stimmt. Ach, komm schon, Sally. Sei doch nicht so. Ich bin sicher, dass wir beim Jahrmarkt viel Spaß haben werden. Wir könnten doch auch die Verlobung da feiern. Warum bleiben wir nicht einfach hier wie geplant? Heute ist mein besonderer Tag und ich wollte nur gemütlich ein paar Drinks kippen. Ist das zu viel verlangt? Ja, ich weiß genau, was du willst, aber... Hey, wie steht's denn mit Matts Wünschen? Ach, der großherzige Randall sorgt sich so um die Gefühle seines Freundes. Warum macht er ihm nicht gleich einen Antrag? Das reicht. Ich weiß nicht, was los ist, aber ihr beide scheint mir wie ausgetauscht. Ich dachte, das wäre eine Party. Ist es doch, Mann. Reg dich ab. Dann hört auf zu streiten und lasst mich in Ruhe saufen. Ich sauf die ganze Bar leer. Nee, Kumpel, warte mal. Ich häng mich unter den Bierhahn und höre nicht auf, bis ich umfalle. Mann, das wird ja immer besser, oder? Jetzt hast du das genaue Gegenteil erreicht. Oh! Das muss ein neuer Rekord sein. Mann, Scheiße. Das hat doch alles keinen Zweck. Mir fällt nichts mehr ein. Sieh mal, Kumpel, du musst dir mehr Mühe geben. Wenn du die Situation nicht wieder gerade biegst, sind wir alle am Arsch. Ich bin jetzt schon am Arsch. Was zum Teufel kann ich Matt erzählen, dass er nicht trinkt? Hey, super Idee. Oh, Scheiße nochmal. Tut mir das nicht an. Im Ernst jetzt. Was kann ich denn noch sagen? Okay, ich hab einen. Würdet ihr lieber ein oder ein... Das Spukhaus. Frage. Nein, er hat... Erinnert mich an unsere... Komm schon, Sally. Ah ja. Hey, jeder weiß das mit... Jeder? Ach. Ja. Nein, warte mal. Was murmelt... Oh, es ist... Also, wie sieht's aus?
Gehen wir zu mir und schauen einen Film an? Hey, was geht denn bei dir, Mann? Gefällt's dir hier nicht? Nee, ich dachte nur... Wir wollen nicht, dass du dich als fünftes Rad am Wagen fühlst. Wenn du dich hier nicht wohlfühlst, kannst du auch gehen. Nein, das ist es nicht. Ich dachte nur eben... Ich will nicht, dass du gehst, Kumpel. Ich bleib ja hier. Ich hab das mit dem Film nur gesagt, weil ich dachte, du hättest vielleicht Bock auf einen unserer Filmabende, aber ist ja auch egal. Wir können an jedem anderen Tag in deine Wohnhöhle gehen. Aber heute ist unser Freudentag und wir bewegen uns hier nicht weg. Du bist der Boss, Baby. So ist es. Ich bin der Boss. Scheiße. Meinst du nicht, heute reicht's, Matt? Wovon redest du? Wir hatten gerade vorgeschlagen, dass er doch seinen alten Rekord brechen soll. Oh, Matt gefällt, wie das klingt. Ja, aber sagtest du nicht gestern, dass du mit den blöden Rekorden aufhören wolltest? Du weißt schon, mehr als 10 Liter Bier in einer Sitzung trinken, das größte Kotzomelett der Welt, alle Twilight-Filme anschauen ohne scharfe Waffen in der Nähe. Ich meine, komm schon. Wo soll das hinführen? Ist doch egal. Ich liebe Matt, wie er ist. Wenn er einen 5-Tage Nicolas Cage-Marathon hinlegen will oder die Bar leer trinken, dann soll er doch, okay? Weißt du, ich glaube, Randall hat recht. Jetzt, wo wir heiraten, sollte ich dem Leben mit etwas mehr Ernst begegnen. Genau. Du hast jetzt mehr Verantwortung. Aber das ist nicht der Matt, in den ich mich verliebt habe. Natürlich nicht. Der Matt, in den du dich verliebt hast, war ein totaler Spinner. Jetzt, wo ich erwachsen werde, verstehe ich total, warum du manchmal sauer auf mich warst. Aber eins verspreche ich dir. Von jetzt an werde ich mich ändern. Ich werde der liebende Partner sein, den du verdienst. Aber... Komm schon, das wolltest du doch immer. Matt wird endlich erwachsen. Ich wollte heute Abend einfach ein bisschen Spaß haben. Und das werden wir, Liebling. Ich lasse es einfach mit dem Alk etwas ruhiger an. Ja, weißt du was? Ich werde heute Nacht vielleicht nicht mal kotzen müssen. Und das wäre echt mal was Neues. Braver Junge, Matt. Und weißt du was? Ich mach auch mit. Ich bin nur ein Schluck davon entfernt, mich mal strategisch auf die Gasse begeben zu müssen. Bist du sicher, Baby? Ich finde, du siehst noch ganz fit aus. Bist du sicher? Schau mal in seine Augen. Die schauen in zwei verschiedene Richtungen gleichzeitig. Cool. Das ist so süß, wenn er das macht. Was? Mach dir um mich keine Sorgen, Liebling. Trink so viel du willst. Mir geht's gut. Verdammt, das heißt, dass er jetzt gleich kotzt. Nein, Mann, ich mein's ernst. Ich kotze halt nicht. Ehrlich. Du verarschst mich doch. Hörst du, Baby. Wir werden in, ziemlich bald Mann und Frau sein. Und ich habe mich entschieden, Zeit erwachsen zu werden. Ich habe volle Kontrolle über meinen Körper und ich werde heute nicht kotzen. So ist recht, Kumpel, und ich nehme mir ein Beispiel an dir. Was sagst du nun, Sally? Ach, ich schwöre, ich wollte nicht, dass es so weit kommt. Aber ich habe wohl keine andere Wahl. Was zum... Oh! Hey, das ist Betrug! Randall, ich bin der Teufel. Ich betrüge immer. Ah, so, ja. Na, na, klar. Also, was kommt noch gleich als nächstes? Ach ja, stimmt ja. Rano, kannst du dich um ihn kümmern? Ich will mich wieder meine Spur einsauen. Oh, Schätze, man kann das Schicksal. Wie wär's mit Nein sagen? Oh, verdammt. Okay. Ich geh mal kurz das Päuschen machen. Pinkelpause, ich bin gleich wieder da.
So, ich glaube, alles, was wir wählen, ist falsch. Entweder haben wir schon verkackt, oder das gehört so. Aber ich glaube, alles ist falsch. Ich nehme mal den Pater Roy. Hey, der ist Matt. Cool. Soll ich Pater Roy rufen, damit er den Exorzismus durchzieht? Okay. Alter.